Der Sachse liebt das Reisen sehr, sang Jürgen Hart bereits 1979. Und damit das Reisen auch reibungslos funktioniert, braucht es nicht nur Reiseveranstalter, sondern auch das kleine Reisebüro vor Ort. Wenn die großen Veranstalter, wie die TUI, natürlich bei der Bundesregierung sofort ein offenes Ohr gefunden haben und einen Milliardenkredit über 1,8 Milliarden Euro erhalten haben, die großen Reisebüroketten gerade ihre Lobbyarbeit in Berlin anlaufen lassen, bleibt das kleine mittelständische Büro allein. Das kleine Reisebüro, wo manche Leute, die nicht so im Internet aktiv sind, eben noch ihre Reise gerne buchen und ordentlich beraten werden möchten. Der Deutsche Reisebüroverband befürchtet, dass 2 von 3 Unternehmen die Krise nicht überleben werden und unmittelbar vor der Insolvenz stehen. Ich war einer der Geburtshelfer dieser Branche in Dresden und ich bin ungern Sterbebegleiter. Es ist mir darum ein besonderes Anliegen, hier meinen ehemaligen Kollegen Gehör zu verschaffen, die durch diese Krise unverschuldet, wie alle in diesem Land, in besondere Schwierigkeiten geraten sind. Auch wenn es ein Spezialfall ist, möchte ich darauf hinweisen, was das besondere Schwere an ihrer Situation ist. Die Reisebüros müssen trotz der Krise weiterarbeiten, haben aber nichts zu verkaufen. Sie können in ihre Büros nicht schließen, ihre Mitarbeiter einfach in Kurzarbeit schicken, um Kosten zu minimieren. Nein, sie müssen die Reisen rückabwickeln. Sie müssen dem Kunden den Reisepreis auszahlen und damit die Provision. Ihren Verdienst des letzten halben Jahres wickeln sie zurück ab. Sie arbeiten, haben nichts zu verkaufen, haben Kosten, kommen immer weiter in Schwierigkeiten. Die Bundesregierung hat dazu auch noch beigetragen, dass Verunsicherung in die Branche kommt. Sie hat ein Gutscheinmodell vorgeschlagen, was natürlich verbraucherunfreundlich war und auch deswegen in Brüssel gescheitert ist. Gut, das betrifft die Sachsen nicht, aber das zeigt, wie man teilweise in der Krise auch planlos agieren kann. Es bleiben Reisewarnungen, Reiseverbote, Grenzschließungen auf unbestimmte Zeit, Diskussionen über eventuelle Kürzung der Sommerferien. Die Kunden sind verunsichert. Wer bucht da Urlaub? Auch wenn die Krise zu Einkommensverlusten führt und die Menschen den Gürtel enger schnallen müssen, werden sie nicht unbedingt gleich an Reisen denken. Das heißt, in dieser Branche wird auch, wenn es zu einer Öffnung kommt, der Umsatz nur sehr, sehr langsam anlaufen. Wie sicher die meisten Bürger habe ich Verständnis für gewisse Einschränkungen durch die Corona-Krise. Wir sollten aber die Dinge immer mit gesundem Menschenverstand betrachten. Wir brauchen also gute Einfälle, unter welchen Bedingungen und unter gegebenen Vorsichtsmaßnahmen auch ein halbwegs normales Leben wieder möglich ist. Und wie die Debatte zeigt, fehlen ja hier im Haus bei einigen gerade Vorschläge, die mit Arbeit zu tun haben. Da kommt nicht allzu viel. Finanzielle Hilfen sind wichtig, aber sie bleiben eine Notlösung. Denn am Ende muss der Steuerzahler alle diese Mittel wieder aufbringen. Ich werde mich darum nicht an dem Wettbewerb beteiligen, die Landesregierung mit weiteren Förderprogrammen zu überbieten. Ich sage, geben Sie den Menschen die Möglichkeit, wieder für sich selbst zu sorgen. Die Staatsregierung ist gefordert, die Sinnhaftigkeit der Verbote zu hinterfragen und sich bei der Bundesregierung für weitere Erleichterungen einzusetzen. Wenn Lösungen für Betriebskantinen gefunden werden und wir zeigen das hier im Landtag, dass es geht, frage ich mich, warum es so lange dauert, ein Konzept für Hotels und Gaststätten zu erfinden. Das kann eigentlich nicht möglich sein. Ich verstehe, Gruppenreisen, das geht zurzeit nicht. Aber wie mein Kollege vorhin schon erwähnte, Familienreisen in Ferienhäuser mit Anreise im eigenen PKW, bitte, was soll daran so gefährlich sein? Denn nicht jeder hat ein Landhaus, was er schnell noch als Zweitwohnsitz anmeldet. Herr Zickler, letzter Satz. Oh,
dann muss ich leider auf einiges verzichten. Dann sage ich nur so, sorgen wir gemeinsam dafür, dass wir sinnlose Maßnahmen vermeiden und Sachsen wieder aufblüht, damit der Sachse wieder aus voller Kehle singen kann, bis nun danach Bulgarien will er die Welt beschnarchen. Danke.